Hallo? Hallo! Und hallo! Guten Abend, Tag, Sonne Tag. Und so weiter. Sollen wir jetzt in das Intro reinquatschen? Können wir. Oder nicht? Ja, ich glaube, das ist gerade eh nicht so großartig ein Intro, oder? Es ist einfach, es läuft gerade in die Spielszenen. Das Spiel lebt nicht von der Story. Ich begrüße euch jedenfalls zu diesem LP, der Jürgen, der Yogi. Spitzname Yogi. Der Spitzname seines Spitznamens ist Jürgen. Der sitzt mal wieder neben mir. Ja. Der Herr Boba begrüßt euch auch und wir spielen Schenk. Was erwartet uns hier? Von links nach rechts laufen und ballern. Und Messer. Multiplayer-Kampagne. Ich weiß nicht, das klingt so, als würde die Multiplayer-Kampagne sich von der Single-Kampagne unterscheiden. Weiß ich nicht, oder? Wahrscheinlich Schwierigkeitsgrad einfach. Du musst ja eine gewisse Schwierigkeitsgrad-Anpassung haben, wenn mehrere Leute... Wir haben schon wieder die absurde Konstruktion mit den Mikrofonen an unseren Handgelenken. Das war diesmal eine schwere Geburt. Guck mal eben, ist mein Abstand gut? Ich denke schon und ich habe auch jetzt schon Angst, dass ich mir gleich meine Schulter auskugelt habe. Wir müssen ganz penibel darauf achten, uns nicht die Schultern auszukugeln und den Abstand zum Mikro einzuhalten. So, der eine spielt jetzt hier John Rambo Shank und der eine hier den alten Opa, oder wie? Wer hat denn jetzt wer? Wen? Bin ich eins oder bin ich zwei? Du bist eins. Wo? Das heißt... Ich bin jetzt der Schnurrbartmann. Du bist Schnurrbartmann und du bist Machete und ich bin Shanks. So Black Shanks. Okay. So, wir haben The Call, Cassandra, ne, wir können nur The Call. Das ist Kapitel 1 und das werden wir jetzt so spielen, denke ich. Und Film, so, fangen wir an. Yes. Wie die Steuerung geht, wissen wir nicht, aber ich denke mal, das spielt sich jetzt so wie Contra und Turtles, Turtles in Time Man ohne kann Turtles. Auf den anderen draufspringen, wenn er steht, um höher zu springen, das ist gut zu wissen. Also das Spiel soll relativ kurz sein. Soll man die Maus da weghauen? Die nervt. Yes. Den Thank you very much. So, wir spielen nämlich nicht mit Maus und Tastatur, sondern mit Xbox 360 Controllern. You are vulnerable while reviving your partner. Also wir können uns wiederbeleben. Das klingt gut. Und während wir uns wiederbeleben, sind wir verletzbar. Sharing is caring. Das heißt, ich sammle alles ein und du nimmst das, was übrig bleibt. Ich nutze dich aus, das finde ich gut. Und ich finde auch mal gut, wenn man viele Koop-Elemente drin hat. Ja. Das finde ich grandios. Koop-Elemente sind immer so ganz toll. So, kämpfen wir jetzt die Hauptzeit mit Messer? Ich denke jetzt die ganze Zeit an Messer, weil du mir die ganzen Machete-Videos auf YouTube gezeigt hast, von diesen tollen Filmen. Da steht da, Unlock Weapons in Story Mode for blablabla. Ich stelle mir gerade eine ganz andere Frage. Ja. Ist dieser Ladebildschirm mal irgendwann zu Ende? Das muss man direkt mal anprangern. Es lädt ewig. Ah, da ist, aber da ist es, da kommt die was. Die Sprüche haben sich ja gerne. Mach mal lauter hier. About Ava? She's a preschool teacher. She's harmless. Exactly. She ain't like us. Next time, I want to shave too. Okay, wir sind echt böse. Oder so. Got it. Cassandra. Warum hackt das immer so? Das muss am Frap liegen. Dann würde ja die Frame-Anzahl unten rechts runtergehen. Unten links. Wenn ich zu Hause Rucklabe. Ich kenn's nicht. Ich hab's nicht, dass sowas passiert. Sorry für die Ruckler hier. Och man, das kann doch nicht sein. Egal. Das Spiel ruckelt jetzt aber nicht. Und es kann auch meiner Meinung nach nicht an Fraps gelegen haben. Sorry, dass das jetzt geruckelt hat, aber die 20 Sekunden... Auf B kannst du schießen. Die 20 Sekunden könnt ihr ja überspringen, wenn das euch jetzt nicht gefallen hat. Wir steigen jetzt ins Spiel ein. Normalerweise, wenn ich nämlich Lags habe... Oh, sorry, ich hatte das nicht die Handgranate auf dich geworfen. Ist Friendly Fire an? Keine Ahnung. Also mit X schlagen wir mit dem Messer? Boah, hier geht ja schon die Luzi ab jetzt. Wo bin ich? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bin ich tot? Wo bin ich? Spring doch mal mit A. Haben wir denn keine... Ah, jetzt bin ich da. Also mit Y habe ich irgendwie so eine Art Kettensäge, wo ich mit zuschlage. Ah ne, doch, wir haben Schusswaffen mit B, ja, B, B. Ich kann die Gegner nicht von dir unterscheiden. Also ich habe die Steuerung noch nicht ganz raus. Mit A springen, mit B schießen, mit... Hilfe, ich glaube, ich bin hier sowas wie tot. Boah. Wo bist du? Ich bin da. Hier. Boah, Mann, sorry, wir sind gerade überfordert. Wie hebe ich denn diese Flaschen auf? Ich glaube auch mit nach... Also... Okay, muss mir helfen jetzt.
Nach unten? Unten. Oh Mann, das Spiel überfordert einen gerade ganz schön. Ja, ich war auch noch beim Steuern rausfinden, als ich übers weggekickt wurde. Also ich bin ja kein Freund von Tutorials, aber einen hier direkt in so eine unschlagbare Gegnerhorde reinzuschmeißen. Aber wir sehen oben jetzt rechts... Jetzt drück schon nach unten, wenn du bei mir stehst, Mann. Dann helfe ich dir auch. Ja, aber es passiert nichts, wenn ich nach unten drücke. Was meinen die denn mit nach unten? Ich weiß nicht, da steht unten. Aber die Gegner haben oben rechts... Oder oben ist einer, heißt einer Ramon. Ich habe die Ramones getötet, scheiße. Also wenn ich jetzt sogar nach unten mache... Nur nach unten. Dann passiert nichts. Doch, ich habe kurz geblinkt. Oder Steuerkreuz nach unten? Nein. Rechter Stick nach unten. Stick drücken. Ach man, können die einem das Spiel nicht erläutern, bevor sie einen hier... Wie gesagt, ich bin kein in Tutorials, aber... Warte mal. Was das hier soll, ist ein ziemlicher... Das war ich jetzt gerade, Das ist immer so, Goals. Bis man das Spiel verstanden hat. Okay, Crouch. Look up, Crouch. Crouch wäre ja nach unten. Peter Crouch. Next Gun. Das sehe ich aber nirgendwo. Das Spiel gewinnt die Golden Globes für schlechteste Einführung. Yes, da steht nichts von Wiederbeleben. Aber warte mal, Grapple, Right Trigger und unten. Ach also so. Unten und Right was Trigger. Ist denn, was ist denn der Trigger? Ist das diese Länge? Also nicht die Bumper, werden die unteren sein, die anderen Zeigefinger. Mach mal unten und der rechte. Ich habe jetzt aber in einem anderen Spiel gehört, dass Bumper diese horizontalen Tasten sind, keine Ahnung. Egal, probieren beides durch und unten. Das müssen ja die beiden unten sein. Jawohl. Also ich drücke super nach unten und drücke hier RT. RT. Ui! Was sind denn jetzt die Bumper an dem Xbox-Controller? RT oder diese anderen? Nicht. Genauso können wir uns auch diese Limonade hier reinkippen. Probier du es mal aus. Ja. Okay. Da stand XX auf der Flasche. Was haben wir da getrunken? Hint. Grapple and throw enemies to your partner. Also Grapple war das, was wir jetzt gemacht haben, ne? Ich denke, ja. Was genau bringt uns der rechte Stick? Dann schießt er so hin und her. Das ist ja wie bei Smash Bros. Oder wie, nein. Ja, quasi. Boah, es ist aber ziemlich unübersichtlich. Ich meine, das kennt man ja von Spielen dieser Art. Aber wir werden uns dran gewöhnen. Also mit Y habe ich so eine Kettensäge, du auch. Ja, das ist die aber korrekt. Ziemlich schwach. Dafür, dass es eine Kettensäge ist, ist sie aber ziemlich schwach. Ich fand so eigentlich... Mit B schießen ja, da. Gut, aber... In der Kettensäge müsste ich... Ja gut, bei so einem Spiel mit Realismus anzukommen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Oh, sharing is caring und ich trinke dir einfach die Glimmer weg. Ist korrekt, du bist ein schönes Arschloch. Also man kann ja auch scheinbar irgendwie Waffen wechseln. Jump on top of a character for zum Beispiel boost. Sieht man oben, hast ja drei Granaten, die du mit der linken Schultertaste wirfst, mit der hinteren, glaube ich. Ich habe nur noch eine, weil ich zwei aus Versehen geworfen habe. Ich will ganz springen, was richtig nicht wir hin. Haben drei verschiedene Attacken, die war Kettensäge, Messer und Pistolen. Wir haben unbegrenzt Pistolenmunition scheinbar. Also so langsam... Man ja, jetzt wird es hier schon ein bisschen... Jetzt wird es schon ein bisschen... finierter. Allerdings. Boah. Nee, so ganz drin bin ich noch nicht, aber es ist auch, wie man es von Spielen dieser Art kennt... Sei ach, hier ist der Balken. Wenn ich hier vor dem Balken stehe, dann schieße ich erst gegen den Balken. Das ist mir gut zu wissen. Was ist das? Wieso das denn? Weil, naja... Das ist eine Unterteilung. Also... Man kann auch so schöne Sprungarten, also wenn man springt und aus dem Sprung raus schlägt oder man kann auch aus dem Sprung raus schießen, das ist wie gesagt wie bei Turtles. daran muss ich mal direkt denken. Turtles in Time. Jetzt yes. Warte mal, bleib mal stehen. Da oben bei unseren Waffen sind ja so Pfeile, das heißt wir können ja wahrscheinlich die Waffen ändern, wenn wir irgendwas drücken. Aber hey Boba. Ja. Ich bin Samus. Nein, warte mal, das war falsch. Ah nein, jetzt habe ich schon wieder eine Granate geworfen aus Versehen. Wie wechseln wir denn die Waffen? Da, hier, ich bin Samus. Ah, egal, da kommen Gegner. Was ist das denn hier für eine Latex-Tante? Hast du jetzt gesehen, was ich meinte? Nicht so ganz. Hier. Ach, du bist hier die... Ich hab den Morphball. Morphball, mir fiel das Wort nicht ein. Was? Wir haben ein Achievement unlocked, was ich gerade nicht lesen kann, weil die Auflösung zu gering ist. Keine Ahnung. Das Getränk trinke ich mal für dich, eben. Das ist für dich. Also wir können ja scheinbar die Waffen noch nicht wechseln. Oder ich weiß nur nicht wie. Oh, man kann auch die Umgebung zerlegen. Wie kommt es auf die Idee, dass man Waffen wechseln kann? Ja, weil oben siehst du bei unseren Pistolen und bei der Kettensäge so Pfeile nach, sind nach links, rechts. Ah, Hilfe! Jetzt hab ich mal kurz da oben drauf geachtet. Da egal, hier. Ich merke, dass man auch die Umgebung zerlegen kann. Ich verliere mich doch immer wieder im Getümmel hier. Ich auch. Und ich habe keine Granaten mehr. Du solltest vielleicht mal Granaten werfen. Wo war das? Ach da, okay. Linker Schultertaste. Hier trinkt das Getränk.
Da sind doch keine Leute tot. Mehr. Ja, ich wollte nur sicher gehen, ob die Granate. Oben rechts sieht man ja, die Gegner haben eigene Stimmt, Energiebalken. Da war was. So, ich wollte jetzt mal was gucken. Wir sind im Rotlichtbezirk. Es muss da eine Taste geben. Achtung. Werft doch nicht, aber Friendly Fire ist eh aus, ne? Sonst hätte ich dir jetzt keine eine, hätte ich dir jetzt die Kehle durchgeschnitten. Ich bin warte, hier beim Schnitter. Da. Controls. Da ist was mit Next Weapon. Next D-Pad Gun, Right. D-Pad Down. Das ist das Steuerkreuz. Das Steuerkreuz. Ne? Das habe ich schon probiert da. Und da wir nichts haben, geht nichts. Das nicht. Okay, Miguel dann ist Bescheid. Wir sind echt im Puff. Wir sind ja so... Girls, yes. Girls, Girls. Ich habe das erst nur scherzeshalber gesagt. Das ist ja geil. Eines der ersten Levels direkt. Der Puff. Wie könnte ein Spiel besser beginnen? Ist, ich drücke immer noch Wild-Tasten, weil ich Probleme habe, mich selbst hier zu finden. Ja, ich bin noch ein bisschen am... Ich bin noch in der Selbstfindungsphase, ganz philosophisch. Gefällt mir. Ich komme klar. Können wir jetzt hier in die Strip-Räume gehen? Hallo? Wir gehen jetzt hier in die Strip-Räume. Ich bin immer noch ein bisschen am gucken. Dein Fernseher hat echt den üblichen Grafikfehler, glaube ich, ne? Du hast ja letztes Mal irgendwas schon gesagt bei diesen Demos. Mit diesem... Ja. Ich habe es gerade gar nicht gesehen, aber ja. Nee, also der Fernseher so ist das gar nicht. Das ist irgendwas am PC. Oder ich weiß, Nutten. Aber nicht Nutten. Was es ist, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden. Es muss irgendein Programm sein, das installiert ist. Oder ich finde das sehr lustig, dass jeder Hans und Franz, hier nicht Hans und Franz heißt, aber jeder scheiß Computergegner hat einen eigenen Namen spendiert, Doktor. Echt jetzt? Ja, guck da oben rechts. Oder ich weiß ja nicht, ob die Namen sich wiederholen. Ja, wir kämpfen Neil, hier gegen Terry, Neil, Wallace, das Jordan, wird wahrscheinlich Miguel. Per Zufall sein, aber... Das wird wahrscheinlich schon Zufall sein. Aber ich finde... Das ist ganz ein witziges Detail. Ah, das bist du ja. Oh. Ich kämpfe jetzt gerade mit dir. Neo. Kämpfen wir gegen die Hells Angels oder was? Hast du die Story vom Spiel mitbekommen? Worum geht's hier überhaupt? Da war eben so eine Zwischensequenz, wo ich nicht so ganz geistesanwesend war. Trink da die Limo. Ging's, bin dabei. Falls das Limo ist. Oder trink das Stuhlwasser. Irgendwie sollen wir zu Cassandra gehen, glaube ich, weil sie uns einen Job bringt oder so. Und warum wir jetzt gegen Leute kämpfen, weiß ich aber auch nicht. Bei diesem Spiel ist mir die Story auch relativ scheißegal. Ey, man kann sogar in zwei Richtungen gleichzeitig schießen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich mich nach links drehe und dann mit dem... Also wenn ich nach links ausgerichtet bin, schieße und gleichzeitig mit dem Stick nach rechts mache, schieße ich in beide Richtungen gleichzeitig. Das ist korrekt. Eine geile Sache. Wusstest du das schon? Nee, ich hab's eben so zwischen mir rausgefunden. Ich wusste eigentlich so nicht genau, wie ich's mache, aber ich hab's hier, einfach irgendwie gemacht. Irgendwie hab ich's gerade geschafft, die mit der Kettensäge auch richtig längerfristig zu sägen. Also so eine richtige... Ich vergesse jedes Mal wieder, was ich drücken längere muss. Längere Sägsession zu machen. Also die Kettensäge hat mehr drauf, als ich erst dachte. Ich guck gerade auf die Uhr. Spielen wir erstmal noch weiter. So, hier. Das nächste Freudenhaus. Allerdings... bin ich der da auf dem Boden? Nee, das war ich. Ah. Ich muss einfach nur nach oben drücken. Hallo Mädels. Ich dachte schon, das wäre irgendwie ein bisschen komplizierter. Erstes Level geschafft und nach dieser Sequenz beende ich mal eben und gucke mal einmal in das Video rein. Zocken wir schon so lange? Ich glaube. Okay. Oh, eine Pornobrille. Das ist wie... Yes. Oh nein, jetzt fängt es wieder an zu laggen oder was? Ich weiß nicht, was das soll, hab ich noch nie Probleme wie gesagt, gehabt. Normalerweise seht ihr in dem Video ja nicht, aber wenn ich aufnehme und hab zu Hause Slowdowns und Lags, dann geht die Zahl unten links bei Fraps immer in die den FPS. Keller. Und die war eben immer konstant, obwohl das Video total die Ruckler hatte, aber... Ja, vielleicht sehen wir es ja gar nicht. Gerade ging es ja. Keine und ansonsten, das Spiel ist ja jetzt nicht so story-heftig, ist jetzt kein Heavy Rain, was wir hier spielen. Von daher, unlock weapons in story. Immer wenn ich den Satz zu Ende lesen will, springt er zum nächsten Satz. Yes, split exactly. Up the enemies to make short work of them. Ja, also man merkt zumindest, wir kommen schon besser rein ins Spiel. Und während der hier lädt, beende ich mal. Okay.